Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Star Call. Und, wenn die Folge jetzt erst wieder nach einem Monat oder so kam, dann tut's mir sehr leid. Ansonsten, wenn es nicht so kam und die Folge genau eine Woche nach der letzten kam, und das heißt an einem Dienstag, genauer gesagt an einem Dienstag, dem 15., glaube ich, dem 15. August 2017, dann herzlichen Glückwunsch, heute kommt tatsächlich wieder Star Call und das ist eine Woche nach der letzten Folge, also nicht nach einer mega langen Zeit, also das Ganze hängt davon ab, ob ich sie schneide oder nicht. Gut, auf jeden Fall. Gibt es auf jeden Fall einiges Neues hier in der Welt, weil ich habe die Welt ein bisschen verschönert. Ja, ihr müsst wissen, ich habe sie ein bisschen vergrünt oder gibt es das Wort überhaupt vergrünt oder begrünt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Welt ist auf jeden Fall ein bisschen grüner geworden, weil wenn wir hier rausgehen, dann sehen wir erstmal neben dieser hübschen neuen Farm einige Bäume, die ich hier einfach mal so angepflanzt habe. Also ich habe hier tatsächlich einfach mal ein bisschen, ja, so einen Wald angepflanzt. Und das sieht auch viel, 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 viel schöner aus damit. Und ja, ansonsten habe ich auf jeden Fall einige Dinge auch noch so weitergebaut offscreen. Hätte ich vielleicht auch aufnehmen können, aber es ging ein bisschen schlecht, ja. Und dann konnte ich halt ein bisschen spielen und ich hatte ein bisschen Lust, StarCore zu spielen. Also hatte ich das mal ein bisschen offscreen so gebaut. Ansonsten, wenn ihr mehr so Folgen habt, wenn ihr wollt, dass ich das mehr in den Folgen mache, dann schreibt es in die Kommentare, ja. Dann werde ich mal schauen, was sich da so machen lässt. Gut. Und weil hier sehen wir es auf jeden Fall schon. Hier ist unsere schöne neue Farm, die ich hier richtig verbessert habe. Mit dem Holz hier. Das heißt, wir haben jetzt richtige Wände. Unsere Pflanzen haben jetzt endlich einen Schutz. Und hier steht auch Karotten, Kartoffeln, Weizen, Zuckerrohrfarm, wo wir jetzt ja, hier reingehen können mit einem Zauntor und hier haben wir einfach die ganze Farm. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Hier können wir auf jeden Fall hier schon die Melonen auch ernten. Die schönen, saftigen Melonen, die bekommen hier auch richtig schön die Bewässerung, ne, hier von dem Teich ab. Ich meine, das ist ja noch immer noch der natürliche Teich, was ja auch eine sehr coole Sache ist, weil wir hatten das ja, wir hatten einfach die Farm um diese Wasserquelle, ne, diese ganz natürliche Wasserquelle so rumgemacht. Und ich zieh mal meine Rüstung wieder an, bevor ich hier drauf gehe. Aber es dürfte uns eigentlich nichts passieren. Es können höchstens Spinnen reinkommen. Ansonsten ist diese Farm eigentlich soweit sicher, was sehr cool ist. Das heißt, wir können jetzt einfach ein bisschen Sachen hier abernten. So, da haben wir jetzt hier das ganze Weizen. Schön, dann können wir das Zuckerrohr ernten. Und auf jeden Fall halt auch die Kartoffeln. Hier die Karotten, meine ich. Weil wir haben ja gar nicht mehr so Karotten. Das ist uns ja letzte Folge aufgefallen. Lass uns die Karotten ausgehen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall die schön wieder saftige Karotten. Ja, die sind 42% saftig. Oh Mann, das ist schon verrückt hier. Wenn man mal so drüber nachdenkt, wie ich einfach alles verbinde. Sonst heißt es irgendwie 70% safe oder 102% saftig. Ja, ist ja bei Chaos 44. Und was mache ich hier? Ich nutze auch saftig, ja, weil saftig, halb Melon, ja, ist Insider. Und das kommt auch von Chaos 44, ja. Aber ich erweitere es mit meinen eigenen Sachen, nämlich 42 und nehme dann 42% saftig. Und wie ich drauf gekommen bin, durch einen schönen netten Kommentar, den ich erhalten habe, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen auf 42% saftig. Also vielen Dank nochmal an den Kommentar, den werde ich hier vielleicht auch einblenden. Vielleicht. Ja. Gut, hier haben wir auf jeden Fall alles geerntet, das ist sehr schön. Ich weiß dummerweise jetzt nicht mehr, wo wir die Grenzen hatten. Ich platziere auf jeden Fall, keine Ahnung, wir pflanzen jetzt einfach die Kartoffeln hier wieder nach. Weil die Kartoffeln, die können wir auch, die können wir halt auch im Ofen schön braten. Dann haben wir auch eine sehr schöne Nahrungsquelle soweit. Ja, das passt, genau, das reicht ja an Kartoffeln. Dann packen wir hier wieder die ganzen Karotten rein. So. Zack, zack, zack. Dann haben wir das ja auch gleich. Hier vorne hatten wir dann die Grenze zu Weizen. Ja, okay, packen wir mal so Weizenkörner, weil Weizen brauchen wir halt auch, ne, um beispielsweise die Tiere in unserer Farm ja weiter um zu füttern. Da ist mir halt auch aufgefallen, dass wir Weizen halt auch brauchen. Das ist sehr wichtig. So, gut, hier haben wir gleich wieder Melonen. Also es ist Wahnsinn, wie schnell hier die Melonen wachsen. Das sind echte Supermelonen, also die sind mega saftig und toll und lecker, ja, also
Ja, die könnte man schon glatt verkaufen, auf dem intergalaktischen Markt oder so. Gut, das ist auf jeden Fall die Farm, die habe ich so weit gebaut. Wie findet ihr die denn so? Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde die richtig, richtig schön geworden. So, was ist das für eine Spinne? Egal, die Spinne können wir lassen. Wir rennen einfach mal abseits vom Weg entlang. Kommt sie gleich. Oh ja, da sehe ich sie schon, aber die buggt. Okay, alles in Ordnung. So, und dann habe ich ja auf jeden Fall unseren Stall hier vergrößert, weil ihr müsst ja wissen, unser Stall, der war wirklich klein und eng. Und ich habe die Tiere weiter gefüttert und sie haben Nachwuchs bekommen. Und ja, nach einer Zeit, ihr habt es nicht gesehen, wie heftig das war, aber ich sag's euch, es war sehr heftig, ja. Ihr müsst euch, stellt es euch am besten gar nicht vor, wie eng es da drin war. Vor allem mit 10.000 verschiedenen Tieren. Aber gut, das habe ich auf jeden Fall dann geändert, indem ich jetzt den Stall vergrößert habe. Ich habe einfach diesen schönen natürlichen Bereich einfach darum herum gepackt. Das werde ich vielleicht nochmal sehen, dass das ein bisschen abändert, dass die ein bisschen hässlich aus. Aber hier haben die Tiere ansonsten jetzt hier eine schöne Höhle, die auch schon vorher da war, ne, mit dem Teich hier und ja, den kleinen Unterstand, den haben sie auch noch. Das ist auch sehr schön. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, wie viele Tiere wir einfach haben. Also wir haben Schafe, wir haben die Schweine, wir haben Hühner. Ich weiß gar nicht, ob wir Hühner vorher drin hatten, noch in der letzten Folge. Das hatte ich, glaube ich, auch alles offscreen gemacht, genau wie die Pilzkühe. Wo ich, glaube ich, auch einen Teil von zu normalen Kühen machen werde. Das kann man ja mit einer Schere ganz einfach machen. Aber ja, also das habe ich soweit auf jeden Fall alles offscreen gemacht. Oh, hier ist ein Enderman. Wo ist der Enderman? Ich habe ihn gerade gehört. Da war er gerade. Da ist er. Wir haben die Rüstung an. Okay, das ist alles gut. Lass mich mal raus. Okay, pass auf. Was ist der Ton irgendwie? Ne, 30%. Okay. Mir kam der gerade ziemlich laut vor. Aber vielleicht lag es auch nur an meinem Headset. Enderman. Okay. Ja, Enderman. Hau einfach ab. Okay. Ich glaube, der Enderman... Der hatte keinen Bock zu kämpfen. Oder da ist er wieder. Ja. Okay, ich brauche, tut mir sehr leid, aber ich brauche eine Enderperle, ja, sonst komme ich einfach nicht weiter. Ich werde meine Tardis wohl nie wiedersehen, wenn ich keine Enderperlen bekomme. Also, bitte, liebe Endermans, gebt mir doch eure Enderperlen, anstatt einfach abzuhauen. Tut mir wirklich sehr leid, aber, ja, er ist einfach abgehauen. Okay, nice. Oh, nein, ist er nicht? Oh, da ist er, da ist er, komm. Eine Enderperle. Ja, nice. Und er hat sogar noch den Block gedroppt. Lol. Das ist witzig. Okay, wir haben jetzt eine Enderperle mehr. Richtig. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu sagen. Da habe ich nämlich auch einiges. Ja, ich habe einige Enderperlen gefarmt. Nicht so viele. Also uns fehlen halt immer noch einige. Sehr viele. Aber wir haben jetzt insgesamt schon mal 8 Enderperlen. Also ich habe. Ja, ich habe offscreen halt schon ein bisschen weitergespielt. Ja, dann können wir hier auf jeden Fall das Zuhörrohr reinpacken, was gerade noch so passt. Die Samen passen auch gerade noch so. Die Karotten packen wir da rein. Und die Kartoffeln, diese giftige Kartoffel, die können wir... ja, was soll ich jetzt mit der giftigen Kartoffel, ja? Ach, ich schmeiß sie einfach hier weg. So, das brauchen wir jetzt auch nicht. Gut, dann haben wir noch die Weizen. Können wir auch nochmal schnell hier reinpacken, da für weiteres Brot oder Weizenblöcke oder keine Ahnung was. Den Grasblock, wovon wir schon 5 Stück haben. So, das kann ich, nee, warte mal, das kam da rein. Und das kam da hin, so. Sehr schön, sehr schön. Okay, genau, dann nochmal eine kleine Sache, die ich zeigen wollte, war nochmal hier unten habe ich nicht viel weiter gemacht, außer... Das hier. Also ich habe hier die Decke, habe ich zu Schwarzeuchenholz gemacht und da war das Problem, dass da die Außenwand war, ja. Und hätten wir den Block weggemacht, dann hätten wir auch diese Wand da ersetzt, ja. Das ging nicht. Deswegen habe ich da einfach so einen Balken im Prinzip gemacht, ne, der da so lang geht. Und das sieht eigentlich sehr gut aus, muss ich sagen. Genau, da hatte ich ja auch noch was gemacht. Genau, ich habe hier nämlich auch gleich hier neue... blaue glasierte Keramikblöcke gemacht. Die können wir auch gleich hier einbauen. Sehr schönes. So, ach nee, warte mal. Wir müssen ja auf die Richtung achten. Dahinter kamen die Laternen, genau. Die Blöcke, die mussten so nach oben zeigen. Nee, das ist falsche Richtung. Da mussten wir die so und so.
Ah, nee, der wollte nicht. Nee, ups. Okay, und jetzt? Ja, really? Komm. So. Okay, geht doch. So, das heißt, wir machen das Ganze hier auch nochmal ganz kurz. Einmal. So und so. Sehr schön. Und so und so. Wunderbar. Okay, packen wir die Blöcke hier nochmal kurz weg. Dann haben wir das hier auch noch ein bisschen verschönert und noch weitergebaut. Also ich hoffe, dass wir den ganzen Gang irgendwie nur so machen können. Aber dafür brauchen wir halt noch Seelaternen. Und Seelaternen, die sind nicht so ganz einfach zu bekommen. Aber gut, und da muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen. Dann haben wir auf jeden Fall, was jetzt super genial ist, ist, dass ich jetzt keine Ahnung habe, wie lange die Folge wird. Aber, YOLO, die Folge kann jetzt lang werden oder kurz werden. Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie schnell ich das Ganze mache. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Und zwar haben wir zu einem nochmal ein kleines Experiment. Nämlich, wissen wir, wir haben ja die normalen Melonscheiben, ja? So, die normalen Melonscheiben, die sind nicht sehr effektiv, ja? Der Chaos 45, wenn wir ihn schon diese Folge so oft erwähnt haben, dann können wir es auch noch weiteres Mal machen. Der hat ja in seinen Projekten die Chaos-Melonen, ja? Die sind ja super effektiv, die geben ja total Sättigung und alles, ja? Ich möchte aber trotzdem gerne Melonen essen, auch wenn wir die, ja, auch wenn wir keine Chaos-Melonen hier haben, weil das ist ja Vanilla und ich werde, glaube ich, auch nicht einfach Chaos-Melonen im Nachfolgeprojekt mit Mozo oder so einfügen, weil ich glaube, sonst gibt es ein paar Leute, die das nicht lustig finden und ja, das tun wir auf jeden Fall nicht. Da machen wir lieber was Eigenes und ich mache vielleicht auch keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall habe ich mir halt gedacht, dass wir da mal ein Experiment machen können. Und doch mal schauen, wie es denn mit den glitzernden Melonen aussieht, ja? Ob die vielleicht irgendwie ein bisschen mehr, mehr so bringen, wenn man die isst, ja? Ich habe jetzt hier keinen Hunger. Müssen wir warten, bis wir die essen können. Und was auch sehr interessant ist, ich bin in dieser Folge sehr aktiv am Reden. Also, wow, es funktioniert mal. Okay. Dann haben wir das alles. Mit der Karotte können wir das übrigens auch mal testen. Oh, jetzt habe ich das weggelegt. So, komm. Gold Nuggets. Beziehungsweise ist halt ja Goldklumpen und nicht mehr Gold Nugget. So, und eine goldene Karotte. Auch sehr schön. Packen wir die da rein. Ansonsten können wir uns ja, wir haben erstmal Fische, das reicht. Ja, das können wir testen. Ein paar Melonen können wir so nochmal mitnehmen. Und ja, dann zum Hauptsache, was ich mir für diese Folge überlegt hatte, war, dass wir uns diese Folge ein eigenes Pferd besorgen, ja, weil wir haben ja letztens da hinten irgendwo, also da hinten irgendwo Pferde gesehen, ja, und die könnten wir auf jeden Fall mal zähmen und in unseren Stall bringen. Wir haben ja sogar Pferderüstung, was auch sehr cool ist, also die können wir direkt mal mitnehmen und einen Sattel natürlich. Ja, das ist eigentlich alles. Und was wir vielleicht noch machen könnten, wäre die Chancen zum Zähmen. Oh, jetzt habe ich die ganzen Pfeile rausgeschmissen. Oh. Nee, warte mal, das waren meine Pfeile. Hoppla. Egal. 51 Pfeile reichen. So. Meinetwegen. Okay. Also die Chancen, dass wir das Pferd halt zähmen und nicht runtergeschmissen werden, die können wir halt ein bisschen erhöhen, wenn wir zum Beispiel ein bisschen Zucker, den Pferden halt ein bisschen Zucker zu fressen geben. Nation geben. Damit lassen sich die Chance halt erhöhen. Ja, genau. So gesagt. Gut. Also, wollen wir doch mal gucken, dass wir uns jetzt ein feines Pferd mal besorgen. Neben den ganzen Tieren, die hier so rumlaufen. Hier ist auch wieder ein Schaf. Mäh. Oder warte mal, das kann ich auch besser. Mäh. 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 Okay, das reicht. Also wer es verstanden hat, wer die Sprache der Schafe kann, herzlichen Glückwunsch, schreibt in die Kommentare, aber schreibt nicht in die Kommentare, dass es das war, sonst wissen alle anderen es auch, oder, ach egal, schreibt in die Kommentare, schreibt einfach in die Kommentare, ja, das reicht. So, hier waren noch Pferde, ja genau, da hinten haben wir Pferde, da können wir uns ein schönes aussuchen, also hier haben wir das ist ein bisschen dunkler, das ist ein bisschen heller. Ich weiß nicht, wir haben hier aber, glaube ich, auch braune Schafe. Wenn wir ein bisschen weiter gucken.
Hier hinten oder so. Ja, hier haben wir sogar noch weiße und ganz dunkle. Also weißes. Also das. Das Pferd da sieht ziemlich interessant aus, weil das hat diese weißen Beine und dann ansonsten ist es so braun. Das sieht eigentlich ganz. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Okay. Also, was weiß. Schafe, nein, wir reden nicht über Schafe. Ups. Also, was ich weiß, Pferde sind sehr intelligente Tiere, ja. Ich hoffe übrigens, dass ihr nichts im Hintergrund bei mir hört. Also, Pferde sind sehr intelligente Tiere. Das heißt, ja, die können auch sprechen, ja. Wir können auch mit denen reden. Also, hallo? Hallo? Sehr, liebes Pferd. Also, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Namse mit 42. Und, also ich finde dich auf jeden Fall ganz hübsch und ich wollte fragen, ob ich dich vielleicht mit nach Hause nehmen könnte. Ja, dann würde ich dich gerne zähmen und, ich habe es zu Hause auf jeden Fall, ne? Also ich habe dir noch nicht alles erzählt. Warte mal. Also ich habe zu Hause einen sehr schönen Stall bei dich, das sind vielleicht ein bisschen viele Tiere, aber ich kann dir auch selber einen eigenen hübschen Stall bauen, ja? Dann gibt es ganz viel, ja, klingt das gut? Okay, also so einen eigenen Stall baue ich dir dann, ja? Und dann kann ich hier auch ein bisschen... Ja, ich habe auch schon Weizen für dich, ja? Oder ein paar Karotten. Ich habe sogar... Ja, ich habe ganz, ganz toll leckeres Zeug. Ich habe sogar ein bisschen Zucker für dich hier mit, ja? Wenn du magst, dann... ich dachte gerade, die laufen mir nach. Also wenn du magst, dann kannst du das Zucker ein bisschen haben, ja? Und dafür, dass ich auch ein bisschen auf dich reiten darf, ja, dann gebe ich öfter mal Zucker, ja? Ja, und dann wenn ich auf dir reiten darf, ja. Also ich fände es immer ganz schön, wenn ich ein eigenes Pferd haben könnte. Wenn ich ein eigenes Pferd hätte. Und ja, also bist du einverstanden? Ja, also... Du bist einverstanden? Okay, das freut mich. Okay, also ich gebe dir gleich mal hier ein bisschen Zucker. Ja, komm. Ja, eins kannst du noch haben. So. Ja, hat's geschmeckt? Ist schön. Weil ich habe hier, ich weiß nicht, magst du auch Melone? Nee, Melonen magst du nicht. Okay, sorry. Gut. Also darf ich dann auf dir reiten? Aber willst du noch ein Stück Zucker? Okay, warte mal. Hier. Komm. Darf ich jetzt? Ach, komm. Hier noch. Nimm ruhig ein bisschen Zucker. Hier. Darf ich jetzt auf dir reiten? Komm. Ich habe einen sehr schönen Stall. Ja, ich baue dir einen sehr schönen Stall. Ja! Okay, Leute. Wir haben gerade dieses Pferd hier überredet, dass wir auf dem reiten dürfen. Also... Leute, so zähmt man ein Pferd, ja? So. Okay, und jetzt haben wir hier auch das Fortschritt bekommen. Allerbeste Freunde, zähmt ein Tier. Ja, das ist cool. Oh, okay. Also ich habe hier einen Sattel. So, und Diamant eine Pferderüstung. Und jetzt können wir das reiten. Hui. Ja, das ist cool. Das ist sogar... Boah, das ist relativ schnell. Das ist eigentlich... Ja, das ist schon schnell. Wie hoch kann das denn springen? Warte mal. Wie viele Blöcke waren das? Es kann... Alter, geil. Unser Pferd kann über 3 Blöcke hochspringen. Okay, das ist echt cool. Also das ist... Boah, nice. Also, ja, dann bringen wir dich mal hier nach Hause. Zu meinem Stall. Also musst vorerst vielleicht bei den Tieren bleiben. Wenn du das wirklich nicht magst, dann kann ich dich vielleicht nochmal anleihen, ja? Oder ich kann dir vielleicht direkt schon mal ein bisschen was hinbauen, dass du da für dich allein bist. Wenn du es nicht so magst, mit 10.000 anderen Tierarten um dich herum. Ja, das ist vollkommen verständlich, ja? Ich weiß auch nicht, wie es die anderen Tiere so finden. Vielleicht sollte ich die doch ein bisschen... Ja, ich sollte vielleicht doch ein bisschen eigenen Platz geben, ja? Das... Wäre, glaube ich, ein bisschen schöner für die. Also, du kannst die anderen Tiere ja vielleicht mal fragen, was sie so wollen. Huch, sind wir gerade durch die Creeper gelaufen. Aber ich bringe dich erstmal hier rein, ja. Ich guck dann mal, ist jetzt ein bisschen... Ja, es sind ein bisschen viele Monster. Komm, ich stelle dich erstmal hier unter. Huch, jetzt bin ich auf dem Dach gelandet. So. Ja, und hier ist noch ein Ei. Okay. Alles klar. Ja, ich hoffe, es gefällt dir hier. Wenn es dir nicht gefällt, dann melde dich einfach, okay? Schrei einfach, okay? Dann komme ich und ich baue dir was Eigenes hier hin, ja? Ja, okay.
Sehr schön. Ja, Pilzkühe. Okay. Weißt du was? Es ist wirklich ein bisschen schlimm hier. Pass auf, ich baue dir gleich was Eigenes hin. Nur einen Moment musst du hier drin bleiben, ja? Ich baue dir gleich ein bisschen was Eigenes hin. Ich mache dir das noch richtig schön dann. Bald. Und dann wollen wir mal gucken. So, jetzt rede ich die ganze Zeit mit dem Pferd da, was wir jetzt neu gezähmt haben. Und gar nicht mehr mit euch. Oh Mann. Aber ihr seid natürlich auch noch da. Also sorry, falls ihr etwas warten musstet. So, was ich jetzt einfach mal schnell brauche, einfach ein paar Zäune. Reicht das hier auch? Vielleicht schon mal ein paar Strohballen. Ja, okay. Dann haben wir so auf die Schnelle schon mal was zu machen können. Übrigens, das, was ich jetzt hier gegessen habe, ich weiß gar nicht mehr, was das ich gegessen habe. Habe ich heute diese Folge irgendwas gegessen? Ich hatte diese Folge irgendwas gegessen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat das sehr lange Sättigung, ja. Merke ich gerade so. Weil ich komme gerade gar nicht dazu, die Sachen hier auszuprobieren. Vielleicht kann man die auch gar nicht essen, das wäre irgendwie auch möglich. Aber gut. Hä, wie ist der Zombie denn jetzt reingekommen? Oh, ich muss hier vorsichtig sein, sonst schlage ich die Tiere. Oh. Okay. Das hat noch funktioniert. Hä, aber wo ist der denn her? Kann man von da oben dahin? Ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein bisschen dunkel gewesen. Ja gut, dann schlage ich vor, dass wir das hier... Ich muss vorsichtig sein. Oder, ja, machen wir das hier, ja. Komm, keine Ahnung, wir machen das einfach ein bisschen... Ah, das ist jetzt auch wieder ein bisschen doof. Oh, so, ich habe auch keine Erde. Ach, Mann, ey. Warum ist das immer alles so kompliziert? Machen wir das einfach so. Das reicht nicht mal aus. Okay, pass auf. Ich baue dir in den nächsten Folgen... Also, liebes Pferd, ich baue dir in den nächsten Folgen... Baue ich dir einen schönen Stall. Für dich alleine, ja. Bis dahin... Ach, wie? Wie? Ist schon okay. Also, ist schon okay mit den Tieren. Ja, okay. Ja, dann... Ja, wenn es so ist... Puh, ich dachte, das ist ja gut. Dann ist schön, dass dir erstmal vorerst dir gefällt, aber ich baue dir noch einen eigenen Stall, ja? Okay, gut. Genug mit dem Pferd geredet. Ich würde auf jeden Fall sagen, sofern sich die Hungerbalken hier nicht mehr ändern und dieses Skelett uns hier angreift. So, okay. Also die Hungerbalken ändern sich nicht mehr. Skelett hat uns angegriffen. Würde ich auf jeden Fall sagen, wir kommen dazu nicht dazu, die Sachen ja auszuprobieren. Schade. Müssen wir gucken, was wir das dann in der nächsten Folge oder so machen. Und ich schaue dann auf jeden Fall, dass jetzt aktive Folgen kommen. Denn ich würde sagen, das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und schreibt mir auch in die Kommentare, wie ich denn unser Pferd jetzt nennen soll, ja? Das vielleicht so ein kosmischen Namen wäre cool, ja? Ja, ihr wisst Bescheid, ja? Okay, gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.